So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hella Loose. Heute mit mir, dem Crusader, auf der wunderschönen Karte El Alamein Night und beziehungsweise El Alamein Smoke, Fork. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen will. Ich versuche hier mal einen Sniper Squad reinzujoinen. Mal gucken, ob das klappt. Das wäre total cool, wenn er mich hier reinlässt. Auf jeden Fall schön fürs Gameplay. Und falls nicht, hat er leider nicht, dann joinen wir hier in der Squad von dem, ich weiß nicht, wie der Herr heißt. Helligkeit seht ihr gerade schon, ist auf aktuell 200. Wir nehmen uns das MG42. Das ist wahrscheinlich nach wie vor noch saustark. Wir ändern hier erstmal die Erscheinung, das Gesicht. Das können wir uns gar nicht angucken. Das hier dann Rolle behalten. Sieht super cool aus. Passt. Ich gehe davon aus. Warum habe ich das MG42 nicht? Warum ist das das MG34? Das habe ich gar nicht ausgewählt. Versetzen. Ja. Ich möchte auf jeden Fall hier jetzt auf der Karte das MG42 spielen. Auf die Reichweite, das Ding dürfte hier so Wahnsinn sein. Wir haben viele Waffen bei den Deutschen ja rausgenommen. Aber das MG, das gibt's noch. Das MG42. Und ich gebe denen da drüben jetzt eine Kostprobe, wie das Ganze schmeckt. Ich bin nicht wirklich der MG-Spieler. Ich habe eigentlich von MG-Rolle behalten gar nicht so viel Ahnung. Zu meinem Leidwesen muss ich das schon zugeben. Wir gucken uns das Ganze aber trotzdem mal an. Ihr seht schon hier überall die neue deutsche Afrika-Korps-Uniform. Bisschen heller, bisschen beiger. Helligkeit bei mir wieder auf 200. Es sieht aus wie bei Tag, es macht keinen großen Unterschied. Ich habe 6 Magazine. Okay, da hat man normalerweise eigentlich mehr, oder? Ich weiß es nicht genau. 6 Magazine hat man immer nur drin. Oh, eine Luger habe ich. Und eine Schaufel. Und einen Fahrer. Der, glaube ich, weiß, was er tut, weil er von Kampfgruppe Lazarus ist. Und die haben auf jeden Fall ein paar alte Spieler von den 23ern und wissen grob, wann man losfahren muss. Auf jeden Fall fährt er auch nicht unbedingt den verkehrtesten Weg hier, muss ich gestehen. Der weiß wahrscheinlich, was Sache ist. Hoffe ich. Ja, doch, weiß er. Er weiß es definitiv hier. Wie gesagt, eigentlich kein MG-Spieler. Kann auch sein, dass das voll nach hinten losgeht. Wir werden die britischen neuen Waffen in Action gegen uns diesmal erleben. Letzte Runde haben wir die ja gespielt. In dieser Runde spielen wir gegen sie. Oh, und seht euch mal an hier, der PZ4, der ist nicht mehr so schwarz. Er hat hinten Afrika-Tarnlook. Ah, ich glaube, das hat er auch schon vorher gehabt. Was ist das denn hier? Warum wird der LKW zum Teil nicht gerendert? Ja. Whatever. Moment, was tut er denn jetzt? Ja, er hält an und will da eine Garnison zum für einen Angriff bauen. Der erste muss aber immer reinfahren. Das ist Pflicht. Du musst reinfahren. Oder du bist nicht der Fahrer. Das wäre die zweite Option, dass du einfach gar nicht fährst. Ich habe jetzt allerdings meinen eigenen erstmal überfahren, was auch nicht wirklich gut war. Aber es geht nicht anders. Du musst in den Punkt fahren. Dich da reinzuschießen jetzt gegen die Briten wird schwer. Die haben Bock da drüben. Die haben wirklich Bock. Ja, gut, das dachte ich dann. Oh ja, da bin ich nicht ordentlich durchgefahren, gebe ich zu. Gegner ist noch nicht am oder im Punkt. Kann ich also noch ein bisschen was erledigen. Cool wäre, wenn ich mich aufbauen kann und ihre ersten LKWs da anfahren sehe. Dann schlachte ich hier gleich richtig ab. War erschossen, aber nicht genug. Ich hätte einen ganzen LKW haben können, aber ich konnte mich da oben leider nicht hinlegen. Ein britischer Panzer da unten. Hier
Hier sollte ich vielleicht lieber nicht hingehen an die Seite. Der dürfte böse sein. Da unten leben noch Briten. Ich kann aber nicht wirklich was gegen die tun, leider. Der ultimative Nahkämpfer und überhaupt nicht der MG-Spieler. Und MG ist eigentlich was für ein Fernkampf. Das ist nichts für einen Nahkampf. Ich habe hier gerade mal 3 Kills gemacht, so. Das ist erschreckend wenig. Für das, was ich da hätte machen können. Ja, ich bin wirklich kein guter MG-Spieler. Das bin ich nicht. Ich bin alles, aber kein gutes MG. Ich habe aber 2 LKWs jetzt platt gemacht. Das sind ganz gute XP, nehme ich gerne mit. Huba, okay. Ich muss mir seitlich irgendwo eine Position suchen und dann musst du mit dem MG42 einfach nur draufrotzen. MGs sind hier das Nonplusultra auf der Karte. Aber ich bin leider nicht in der Lage, vernünftig mit Teilen zu spielen. Ich finde es so geil aus, das Wrack hier von dem Lancaster-Bomber. Oh Mann, ey. Da habe ich eben ganz schön einen reingebrückt gekriegt. Also wir müssen uns hier erstmal ganz kurz verbinden. 2 Mann haben wir da eben rausgenommen. Ist ganz okay, würde ich als Trade für ein Leben nehmen, aber ich bin an dem G. 20 Mann und mehr sind da auch kein Hindernis. Wenn ich mich smoken, sehe ich nichts. Und LKW, die Punkte nehmen wir mit. Scheiße, wo kommt der denn her, Alter? Junge, Alter, was ist denn die britische fucking Pack? Alter, was geht denn hier? Oh, da kommen welche. Die hätte ich gerne. Nein, oh! Scheiße, da mal eine Stelle zu finden, wo sich das Teil aufbaut, das ist ganz schön schwierig. Oh, schön von der Seite hätte man da reindrücken können. 15 Kills sind mit dem Ding hier gar nichts. Hier ist jeder einzelne Kill nicht nur ein Geschenk, sondern eigentlich nur eine Vorlage dafür, deinen Punktestand noch unnötigerweise viel, viel höher zu treiben, als du es als Deutsche überhaupt kannst, weil das MG einfach komplett OP ist. Vor allen Dingen auf der Map, wo auch noch die Hälfte der Leute wahrscheinlich die Helligkeit nicht hochgestellt hat. Ja, nee, da sind 15 noch gar nicht so gut. Da geht schneller mehr und ich werde versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Aber es ist für mich mit dem MG nicht einfach, weil ich zu dämlich bin, nicht zu campen. Und auch nicht durch die Gegend renne und mir eine gute Position suche, sondern mich immer gerne direkt ins Kampfgetümmel reinstürze.
Der Felsen da oben, der sieht richtig, richtig böse aus. Er hat das ja auch schon gemerkt, das MG, und versucht sich da am Rand zu positionieren. Einer von uns beiden wird garantiert gleich einen Shot fressen und sterben. Ich hoffe, ich bin's nicht. Ah doch, ich werde hier aber schon beschossen. Wirklich. Ja toll, von hinten. Na, scheiße, du hast einfach keine Chance. Ich hätte jetzt mit der Pistole diesen Typen geholt, den ich nicht mit dem MG holen kann, um mich da hinzukämpfen und dann einfach von hinten erschossen zu werden. Alter, ich hasse das MG, du bist so langsam, aber ich muss es hier einfach mal eine Runde probieren, es geht nicht anders. Es muss auf Herz und Nieren getestet werden, so. Im Punkt wird angekappt, ich kann nicht richtig sauber machen. MP40 hätte da jetzt mega durchratzen können. Aber nein, ich muss das MG probieren. Try it and hide. Ich weiß nicht, was hide heißt, hab mir ausgedacht. Nein, ey, ich kann mich hier schon wieder nirgendwo hinlegen. Das ist so eine Kotze, ey. Hier ging es. Ich kann mich nicht drehen. Oh, das ist nervig, ey. Briten schaffen hier einen gewissen Druck aufzubauen. Und eigentlich muss ich sagen, finde ich das ziemlich erfreulich. Das heißt, dass der Briten-Balance ein bisschen besser geklappt hat. Und dass die Briten sich jetzt vielleicht effektiv wehren können. Nein, ey, ich kann mich hier schon wieder nicht aufbauen. Du kannst dich halt nirgendwo aufbauen. Das ist echt Schmutz. Ich muss jetzt eine gute Position finden, Mann. Ich kann ja hier gar keinen mehr erschießen. Dann nehme ich gleich irgendeine andere Waffe. Einen Karabiner, damit töte ich einfach mehr. Was soll das hier? Ich will mich einfach nur aufbauen und zu ballern. Und er lässt dich halt nicht. Er lässt dich halt einfach nicht aufbauen. Das ist einfach Schmutz, wenn er dich nicht... Wo bin ich hier überhaupt gespawnt? Wo muss ich überhaupt hin? Da drüben. Das ist einfach Schmutz, wenn er dich nicht aufbauen lässt. Das musst du mir gar nicht erst erzählen. Headshot. Ah, ich werde hier schon wieder von jeder Seite beschossen. Jetzt renne ich hier mit der Luger durch die Gegend, weil ich mich mit dem MG nicht verteidigen kann gegen die anrückenden Gegner hier gerade. Ich will mich nicht mit der Luger verteidigen müssen. Da nehme ich mir da lieber das MG mit. Ich meine, dafür habe ich es ja auch ausgewählt, um damit effektiv was reißen zu können. Da unten rennt einer. Und ich kann mich hier wieder nicht aufbauen. Da, so, jetzt. Okay, der ist weg. Da hoch kann ich auch aimen. Das ist gut. Und ich bin schon durch den Erstbesten. Der mich sieht, bin ich schon wieder weg. Ah ja. Ich weiß nicht, wer dieses MG von 100.000 Kilometern spielen kann und wer sich da so lange hinkämpft. Ne? Aber ich kann es definitiv nicht. Und wenn ihr euch wundert, was das im Hintergrund ist, wir holen gerade hier irgendwie... Was holst du da raus? Ich hoffe, Zwiebelringe. Weil dann gibt es heute Abend Zwiebelringe. Wenn es keine Zwiebelringe gibt, weine ich halt. Bis es Zwiebelringe gibt. Ja, okay, sie hat irgendwas von Zwiebelringen gesagt. Oder davon, dass ich anfangen soll zu weinen. Oh, ich kann mich wieder nicht aufbauen, ich weine gleich sowieso. Ah! Alter, sei doch keine Bitch, ey. Och, Mann. Diese MG nervt mich ab, ey. Schieß da mal rüber, Löschke. Hier ankommt mein Problem. Ach komm, ich sag jetzt selber raus. Wenn ich sterbe, wechsle ich die Waffe.
Du siehst ja gar nichts. Ach, ist das alles ein Schmutz. Ja, komm, das ist doch... Hey, was soll dieses MG? Ich bin wahrscheinlich viel zu weit vorne. Ich bin nicht der MG-Camper. Ich kann das nicht. Aber ihr seht, das MG, es geht gut rein. Die, die Positionen haben und campen können, so könnt ihr euch das, ihr könnt alles wegkratzen. Aber ich schnappe jetzt erstmal wieder irgendwas, was ich spielen kann. Und das ist definitiv nicht das MG. Aber das hier ist eine wunderschöne Klasse, bestätigen. Rolle ändern, wir müssen ihn hier nochmal ein bisschen hübscher machen, hier, zack. Aber mich würde es wundern, wenn auch nur einer nicht diesen Skin auswählt, der ist nämlich total cool und damit spielt. Also, MP40 Gameplay. Bisschen präziser geworden, die MP40. Ein Genuss. Einige lieben sie, andere hassen sie. Drei Schuss brauchst du, um einen damit zu töten, wenn du nicht auf Headshot gehst. Finde ich trotzdem cooler als das MG. Der hat links gekämpft und gewartet. Und es treibt mich jetzt zum K98 Karabiner, glaube ich. Weil du damit halt auch pieken kannst, was du mit der MP40 eigentlich nicht kannst. Damit kannst du nur rushen oder direkt auf den Kopf gehen. Aber auch lustig, welche Auswahl man hier hat. Also, kannst du auswählen, K und MP40, so die Leute werden diese Karte als Deutsche so hassen, weil sie mit beiden Waffen ungerne spielen. Sind so STG-43, also STG verwöhnt, STG-44, STG-43, weiß ich gerade gar nicht so genau. So STG verwöhnt und so Gewehr-43 verwöhnt, dass die meisten nicht mit dem K98 Karabiner spielen wollen, obwohl das auch eigentlich eine ja, solide Waffe ist, die du auch ohne Probleme gut inhalten kannst. Wenn du nicht wie ich erstmal mit dem ersten Schuss reinzackst. Ich hab das gesehen, da steht was. Das piept. Aber er hat jetzt hier den Spot, aber auch er wird instant ein Heli von irgendeiner Scheiße fressen. Ist halt viel zu immobil mit dem MG. Ah, hier haben wir einen feindlichen Panzer. Ich glaube, das ist der neue. Ah, ist der neue. Besten immer auf Ziele schießen, die nicht mit eurem ersten Schuss rechnen. Wenn sie gerade in einer fließenden Bewegung sind, irgendwie einen Berg hochrennen oder was, auf die schießen. Ziele, die euch angucken und mit dem Schuss rechnen, die können sich viel besser verteidigen als irgendwie in der Bewegung fließendes Ziel. Die haben meistens gar keine Chance. Manchmal macht es Sinn, dass ihr euch den Gegner anguckt, weil er dann stillsteht. Er hier hat mich nicht angesehen. Ich glaube, er wird er aufstehen oder wird er seitlich rüberkrabbeln? Er steht auf. Ist die bessere Wahl. Und macht es für mich jetzt um einiges schwieriger, den rauszunehmen. Die Briten cappen mir gerade wirklich sehr gut an.
Bin erschrocken und überrascht zugleich. Ja, der ging daneben. Der ging auch daneben. Der ging rein. Einer ist noch drin. An oder auf dem Flieger. Wir haben eine volle Kruste wieder drin. Jetzt hier mal ein bisschen am Rand entlang bewegen. Können wir vielleicht ein bisschen mit dem Luxus des Gebäudes hier spielen? Drei Missiles drin, jetzt hat er mich gesehen, der Typ. Der hat nochmal auf irgendwas angelegt. Hier schnell mal verbinden. Wenn ihn einer pusht, ist er weg. Ich kann den Typen dann vielleicht noch holen, wenn ich ganz schnell bin. So, jetzt können wir hier wieder. Wir wissen, da liegt einer. Haben wir hier noch einen weiter? Ja, der ist tot. Rakete drüber. Da oben haben wir noch einen. Kriegen wir raus? Nein, kriegen wir nicht. Stattdessen kriege ich mit der Pistole einen Headshot, weil sich der Offi einfach nur hingepackt hat. Und jetzt verlieren wir den Punkt auch schon. Nice! Die haben uns da wirklich zurückgedrängt. Ich bin sehr überrascht. Nee, wir haben den nächsten Punkt gekappt. Okay, wir haben ihn nicht verloren. Verwundert war ich trotzdem. Und wohin versetzen wir uns? Hier vorne ne gar nicht. Nee, muss jetzt respawnen. Also soll der gar nicht. Ja, da vorne stehen zwei Garnis. Sollen wir bei der nördlich spawnen? Oder bei der im Süden? Bei der im Norden, bitte. Okay, greifen wir dann von dort aus an oder dürfen wir? Wir dürfen. Okay. Danke. Ich bin jetzt bei der im Süden gespawnt und irgendwie haben zwei unserer Leute das auch irgendwie nicht ganz so mitgekriegt und sind einfach mal in einen Angriff reingeschlittert. Aber das kann man denen jetzt auch nicht wirklich übel nehmen. Hier ist allerdings noch ein LKW. Und den gönne ich mir mal. Weil damit bin ich einfach schlicht und ergreifend schneller bei dem Punkt da, als wenn ich die Strecke jetzt laufen würde. Da vorne ist ein Offi. Und den Offi nehme ich mit. Ja, oder halt auch nicht. LKW gebracht. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der damit dann jetzt reinfährt. Ich war mir nicht ganz sicher, was er vorhat. Wer ist denn Mike überhaupt? Das ist The Mighty Loof. Ah, du hättest den LKW jetzt auch nehmen können. Ich weiß, du hattest das schon so ein bisschen im Gefühl, aber du warst dir selber nicht so sicher. Hättest ihn ruhig nehmen können. Das wäre eine gute Aktion gewesen. Er wird mir gleich irgendwo eine AT-Stelle gegenhauen und dann war es das hier. Ja, der eine Typ hat da noch gelebt, aber ich habe ja oben noch einen Kill gesnaggelt. Ich habe zwei Jeeps mit zerstört.
Eigentlich kein Der schlechtes Bot ist schon Leben. gepinkt. Ich hätte es noch erwischt, wäre dann noch ein bisschen krasser gewesen, aber das sollte Du wohl nicht sollst aber sein. gleich in die Luft gejagt werden. Von wem? Ja, da war gerade ein Bassault in der Nähe. Ich hätte wahrscheinlich das Schild. Oh, okay. Noch nicht. Ich habe keinen Assault gesehen. Aber gut. Vielleicht war da ja einer und ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt. Oder da war kein Assault. Oh, da war ein Assault. Okay, das ist auch gut. Läuft super hier gerade. Ah, schade. Da hätte ich ja. Oh, da hat mir einer auf YouTube abonniert. Voll nett, ey. Alle in die Der C.Hacker hat mich bei YouTube abonniert. Das finde ich sehr nice. Danke, C.Hacker. Für dein Abonnement. Das weiß ich sehr zu schätzen. Versetzt dann in die Offensive. Ja, wir haben nur ein OP in der Defensive. Wie sollen wir das denn jetzt anstellen? Ah, die halten da hinten ihre Def gerade ganz gut, ey. Oder da war die Rede von einem anderen Panzer, der da vielleicht geplatzt ist? Weil der Panzer da oben, der steht ja da immer noch. Oh, oh, oh. Meiner schmackhafte 40. Ist ihre Artillerie noch aktiv? Kann ich nicht sagen, ich bin am Respawn. Okay. Junge, zieht euch das mal rein, ey, wie das aussieht, wenn der Tiger hier übers Flugfeld fährt. Nice, ey. Das sieht so gut aus. Hier irgendwo ein Light Tank durch die Gegend gebretzt da. Könnte ich jetzt callen, könnte ich durchgeben, aber der ist viel zu schnell, um da einen ordentlichen Marker drauf zu setzen. Light Tank bei Ping. Der versucht, unseren Tiger seitlich anzugreifen. Weiß nicht, ob er das probiert. Er ist straight on geradeaus durchgefahren. Das ist die letzte bekannte Position. Sobald ihr sterbt, bitte im OP spawnen, dann gehen wir in die Offensive. Wurde vom Commander so angewiesen. Okay. Und vom Commander so angewiesen. Wer ist hier der Commander? Schlawiner. Mhm. Wo denn, du Zwiebelbrot, ey? Oh, verdammt. Lad schneller. Nein, oh, was war das für eine Waffe? War das die Brenn? Oh, brennen wir zwei vor, Alter. Shit. Okay, das Ding ist geil. Ah, war der fix, ey. Die brennen mit einem Zweiport, die Biport, Zweiport, Biport, die tut echt ein bisschen weh. Ist gar nicht mal so angenehm, gegen die zu fighten. Nee, I don't like.
Aber einen MG-Schützen? Ich freue mich allerdings sehr über dieses Video. Ich war der MG-Schütze, ich habe die Rolle freigemacht, ich bin jetzt AT-Schütze. Falls einer Bock hat, MG wäre ja, glaube ich, recht praktisch in der Situation. Jag immer noch den Light Tank. Hat den noch einer gesehen irgendwo? Ah, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Das ist nicht der Light Tank, das ist der Churchill, der steht. Und der wird von Infanterie definitiv beschützt, da komme ich wahrscheinlich gar nicht ran. Wieso liegt der? Was? Was zum Teufel ist das hier für eine gerade Ebene? Junge, da habe ich ordentlich reingebrettert bekommen. Aber 43 nach 30 Minuten Spielzeit, das ist auf jeden Fall, wenn man die 3 Minuten am Anfang abzieht, eine KPM weit über 1, also Kills per Minute auf jeden Fall bei 1 oder höher. Das heißt, in jeder Minute machst du mindestens einen Kill. Das geht bei Hell Let Loose, bei Squad zum Beispiel geht das definitiv nicht, Alter. Kill deiner Minute, ne, unmöglich. So eine Fog abzubauen oder eine Fog oder wie das Ding auch immer heißt, allein das dauert ja schon gefühlte 5 Minuten. Wie lange es wirklich dauert, weiß ich nicht. Unangenehm alles in allem. Ja, oh, hier haben wir Flugplatz angekappt. Oh, das war. Der schießt hier böse rein. Oh. Taylor, siehst du? Light Tank? Ja, er huntet mich leider wie bekloppt. Jetzt war weg. Wo ist der schon wieder hin? Abgehauen. Der ist einfach reingefahren in die Hose. Rückwärts? Ja, ne? Ja. Nämlich das kleine Drecksteil. Der hat den anderen Taylor hier schon fertig gemacht. Er hat übel gefressen, aber ist nicht tot. Scheiße, ich brauche Munition. Hier kommt unser PZ4. Ja, da ist ein Light Tank direkt links von dir. Wenn du in die Kurve fährst, linke Seite ist ein Light Tank. Der hat schon einen drin. Am besten du gehst in die Gun. Und du bist möglichst schnell. Der hat keinen Fahrer drin, der PZ4, aber er sitzt oben in der Gun. Das heißt, wenn das Ding vorkommt, ist es weg. Alter, unterm Tiger ist einfach mal der Churchill. Oh Gott. Sie können sich gegenseitig nicht abschießen. Der eine kriegt die gar nicht weit genug runter und der andere kriegt die gar nicht weit genug hoch. Aber unser Tiger könnte von oben drauf fahren, wenn er also richtig lebensmüde ist. Wenn wir natürlich instant von Infanterie zerpflückt werden. Tiger zerrissen. Was ist das hier für ein Bomber? Ein britischer? Ja, der wird nur mich töten. Das Ding wird nur mich töten. Noch unser, der da oben steht? Ja. Unser Lux wird gleich von der Infanterie zerhackt. Da rennen welche hin, die wollen den Satchel dran packen. Der Lux muss fliehen. Fliehe, kleiner Lux, fliehe. Ist übrigens einer der seltensten Panzer, die ihr heutzutage in Museen sehen könnt. Gibt, glaube ich, nur 2 oder 3 Stück davon. Einer ist in Europa. Ja, ich... Ja, keine Ahnung, warum ich das weiß. Ab PZ4 gibt es noch relativ viele, die man sich in Museen ansehen kann. Panther gibt es, glaube ich, noch 11. Einer steht in Frankreich im Overlord-Museum. Ganz nice Teil. Ja, den Lux, den hat es jetzt leider auch erwischt. Also Panzer 4 bewegt sich aber auch stolz, mittig, zart. Ja, das Problem bei dem Ding ist, da ist halt nur ein Fahrer drin, ne? Oder halt nur ein Gunner. Ja, soll er sich hier
Ja. Ich will mich hinter dem Tiger verstecken. Der Tiger fährt weg. Nein. Oh, der Tiger ist einfach zurückgefahren und hat mich sterben lassen. Böser Tiger, böse, fahr vor, decke mich. Decke meinen Rückzug, decke meine Deckung. Decke, sei meine Deckung, explodiere und sei meine Deckung. Ja, was geht da drin eigentlich vor? Ich brauche hier gleich nochmal einfach nur aus Spaß einen Pack rein und schieße mit einem Pack ein bisschen rum. Das ist eine MP40, das müsste eine MP40 sein, das ist keine MP40, was ist denn das? Das ist keine MP40. Bin da eigentlich hoch? Wo kann ich hier hoch? Wo kann ich hier hoch? Kommt, da würden jetzt wieder lauter Leute irgendwie einen Duckjump oder was weiß ich was hier erfinden, um da hochzukommen. Ich gestehe, habe ich gerade gar keinen Bock zu. Nein, aber ich werde hier einfach nicht hochkommen. Okay, komm. Springen, ducken, bin oben. Also habe ich jetzt auch wieder mit Springen, ducken das gemacht. Nein! Ah! Hinter mir sind noch mehrere. Okay, da, man kommt hier schon hoch mit Springen und Ducken an der einen oder anderen Stelle. Ich meine, ich habe es ja jetzt auch hingekriegt und habe dadurch einen Kill gekriegt, bevor ich reingekriegt habe. Ist schon möglich. Kann man schon ein bisschen was machen. Briten auf El Alamein sind jetzt auf jeden Fall eine interessante Klasse, aber wahrscheinlich bist du immer noch unterlegen, weil der Tiger, der ja jetzt im Seasonal, also in den ganzen Comp-Patches auch so der Panzer Nummer 1, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gerade ist, der kann hier immer noch über so weite Reichweite schießen. Aber es wird schwieriger, weil der Tiger, der kann nicht so easy schießen, das Visier ist nicht ganz so geil. Ja, das Game ist durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, bitte lasst mir ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns safe beim nächsten Mal. Wir klicken jetzt hier einmal noch auf den C-Hacker. Der hat mich nämlich erkannt. Danke dafür und auch danke für dein Abo. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.